Was wollen Sie? Ich habe in meinem Leben noch nie ein echtes Pferd gesehen, glaube ich. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe in letzter Zeit wahnsinnig viel gearbeitet. Nein, wirklich, ich habe selbstständig sehr hart gearbeitet und durchaus auch meine Steuern gezahlt und ich bin kein Nazi. Wieso schauen Sie so? Entschuldigung. Nein, passt schon, mir kommt nur vor, Sie wollten was sagen. Aber nur weil ich für eine gewisse Plattform gearbeitet habe, ja, oder Bewegung mit einem komplizierten Plan, wo dann auch sehr viel Geld hätte dabei rauskommen sollen, und das kann man jetzt so oder so sehen, aber mir ist es immer um die Arbeit an sich gegangen, weil ich ja auch mich und meine Familie aufbauen wollte. Oder mir was. Und ich glaube nicht, dass es verboten ist. Und ja, für mich ist ein Mann und ich esse gerne Fleisch und ich übernehme Verantwortung. Und ja, ich habe gewisse Probleme und Ausfälle, aber ich stehe dazu. Ich mache dann Kaffee. Jetzt schauen Sie mich wieder so an, was kann ich da bitte dafür? Ja, ich fahre ein sehr schönes Auto, dafür habe ich auch sehr hart gearbeitet, soweit ich weiß, für die Leasingraten halt. Und ja, ich bin durchaus frustriert, ist es verboten? Ich werde mich selbstverständlich meinem Leben stellen und es führen. Entschuldigung, also ich kenne mich da nicht aus. Aber man kann ja mal den Kopf freikriegen, ja. Und vorher, bevor das Ganze aufgeräumt wird, kann man eine kleine Reise machen. Und man hat ja auch ein Auto, das will man ja auch fahren. Und dann bin ich einfach nur eingestiegen und bin losgefahren. Einsam ist es in Assis, ist niemand, geht leise durch die Straßen übers Feld. Handlung? Das ist eine ganz normale Frage im Rahmen einer Drogenfahndungsoperation da in Grenznähe, wo normalerweise niemand Bass spielt. Und wer entscheidet das, was normal ist? Das entscheidet die österreichische Rechtsnorm, kann man so sagen. Ganz stark sein jetzt. Die österreichische Rechtsnorm und ich, wir sind nicht mehr zusammen. Es hat einfach nicht mehr gepasst. Da sind Sie jetzt Bass erstaunt, oder? Also Bass. Sie hören jetzt sofort auf zum Bassspielen. Sagt wer? Das sag ich in meiner Eigenschaft als amtliches Organ. Dann sag ich Ihnen in meiner Eigenschaft als Mensch, Sie können scheißen gehen. Obwohl, so als Organ, da müssten Sie ja ein Darm sein, nicht? Verstehen Sie? Mhm. Organ, scheißen, gehen, Darm, schau, Darm. Nothing und niemand wartet auf einen Hauch vom Abendwind. Still ist es in Nothing und niemand
niemand Frau und Kind. Aufpassen. Ruhig ist es in Assin und niemand taucht im toten Winkel plötzlich auf. Laut wird's kurz im Nassing und niemand geht in dieser Nacht in Nassing. Oh, Scheiße! Da, Scheiße! Und dann ist dann auf einmal so einer von meinem Auto aufgetaucht und ich habe nicht mehr bremsen können, ich weiß nicht. Und dann bin ich ausgestiegen, der hat sich nicht mehr gerührt, da habe ich die Polizeisirene gehört. Da habe ich den einfach nur in den Kofferraum geschmissen und bin losgefahren. So, da um die Ecke und da in die Hofeinfahrt rein. Und da ist dann diese komische Frau gestanden. Diese Biene? So voll alternativ, so links alternativ halt, aber jetzt nicht unsympathisch. Die Birgit, die Erbin. Und die hat dann so getan, als hätte sie schon auf mich gewartet. Jetzt bist du doch gekommen, es ist ziemlich spät, hab Schlafmittel genommen, bin ein bisschen aufgedreht. Mein Kreislauf ist aus der Balance. Ihr Kreislauf ist aus der Balance. Das ist jetzt nicht wichtig, wichtig ist der Hengst. Bitte schau ihn an und sag mir, was du denkst. Du bist jetzt unsere letzte Chance. Er ist jetzt unsere letzte Chance. Er lässt sich nicht mehr reiten, er steht da und webt. Weben, das ist so eine typische Verhaltensstörung bei Pferden, so eine Art Pendelbewegung mit dem Köpferle. Grüß Gott. Er lässt sich nicht mehr reiten, er steht da und webt. Das war noch nie, ich kenn den fast so lange erlebt. Er steht im Gatter wie in Trance. Er steht im Gatter wie in Trance. Der Tierarzt sagt, da ist nichts, aber er bläht die Nüstern. Der kann eigentlich sehr viel, aber nicht Pferde flüstern. Und du bist unsere letzte Chance. Sein Name ist Prinz Eugen, aber ich nenn ihn Che Guevara. Seit der mir ganz offiziell gehört. Ich fang schon ein bisschen an zu frieren. Ich muss eh wieder rein und ein bisschen meditieren. Und ich schau zu aus der Distanz. Und sie schaut zu aus der Distanz. Ich verbind mich mit dem Äther und mit Mutter Erde. Ich will ja nichts als Frieden, Anarchie und Pferde. Und du bist unsere letzte Chance. Es war schon oft sehr heiß. Es war schon oft heiß in der Nacht. Es war schon oft heiß im Frühling. Aber es war noch nie so heiß wie jetzt. Das Pferd ist da drinnen. Ging ganz einfach rein. Hallo, großer, kranker Hengst, was soll das jetzt nur bitte werden? Das hier ist nicht, was du denkst. Ich hab keinen Tau von Pferden. Wie geht's da? Schlecht. Sorry, kranker, schöner Hengst, erwart dir bloß jetzt nix von mir. Tu nicht so, du weißt es längst.
zufällig grad hier. Bitte, bitte schau mich nicht so an. Das wird ganz sicher nix mehr mit uns zwei. Glaub mir, ich bin dafür der falsche Mann. Und Pferde gehen mir echt am Arsch vorbei. Wirklich krankes, schönes Tier. Ich muss mich hier nur kurz verstecken. Danach mein Burnout auskurieren. Hör auf, mich hier so abzulecken. Entschuldigung, alter Araber. Sorry, wenn ich mich wieder schleiche. Du bist ja wirklich freundlich, aber ich hab im Kofferraum Leiche. Ja. Hat im Kofferraum eine Leiche. Ratatata, die schönste Leiche von Österreich. Hat im Kofferraum eine Leiche. Ratatata, die schönste Leiche von Österreich. Hat im Kofferraum eine Leiche. Ratatata. Schaut mich nicht so an. Pferde gehen mir echt am Arsch vorbei. Echt am Arsch vorbei. Pferde gehen mir echt am Arsch vorbei. Pferde gehen mir echt am Arsch Dann bin ich eingeschlafen. Und da habe ich gespürt, dass da was Besonderes ist zwischen mir und dem Pferd. Ich weiß, ich habe sie im Schlaf reden hören. Sie? Ja, voll. Was, haben Sie mich beobachtet oder was? Ich habe nur den Stall sauber gemacht. Mitten in der Nacht? Ich habe nicht schlafen können. Ich habe nicht gewusst, was mein Auftrag ist. Ob ich nur Küche oder auch Außenbereich und Stall und Sanitär, wie viele Stunden? Ob ich Schlafenszeit habe? Die Sabine hat mir nie ein Zimmer gezeigt. Deswegen bin ich in der Nacht immer im Stall gewesen und habe versucht zu verstehen, was mein Auftrag ist, bis die Sabine aufersteht in der Früh. Und bin dann in den Frühstücksraum. Guten Morgen, Küchenchefin Haferflocken. Wo gehören nur die Abfälle hinein? Ich schaffe das, ich werde das Ganze rocken. Mach ich Frühstück oder lass es lieber sein? Guten Morgen, liebe Menschen im Faschismus, im stinkenden, tiefbraun-blau-schwarzen Land. Wir tun hier was für Kopf und Organismus, dieser Hof versteht sich als im Widerstand. Ich hab sie total gesehen. Wieso schleichen sie da so herum? Entschuldigung. Nein, nein, es ist einfach eine Frage. Ich übe ja genau keine Kontrolle aus. Das ist ja dieses Solidarische. Wir sind ja auf der gleichen Ebene. Wir haben ja dieselbe Müdigkeit. Wenn du schon da bist, Sie, wenn Sie schon da sind, hätten Sie vielleicht einen Kaffee fertig? Ja, nein, ist noch nicht. Entschuldigung. Eigentlich halt ein absolutes No-Go, dass es um 5 in der Früh keinen Kaffee gibt. Ja, Entschuldigung eh. Okay, ich lasse Sie dann einmal. Wenn was ist, einfach schreien, ja? Ja, ja. Okay. Denn wir bieten ganzheitliche Orientierung für soziale und private Schwierigkeiten. Es geht immer um die Frage, wie geht Führung? Neue Sichtweisen entstehen nur beim Reiten. Entschuldige, kannst du die Pappen halten? Es ist mitten in der Nacht. Du, wegen dem Konzept für das Gut Mensch. Ich hab gesagt, am Wochenende. Ach so, weil es ist jetzt Montag. Schau, ist es in Ordnung für dich? Ich habe das für die Homepage jetzt einmal selber geschrieben. Aber ich kriege das einfach nie so gut zusammen wie du und wir sind schon im Verzug. Außerdem muss ich mich um das Pferd kümmern, das ist immer noch nicht fit. Und ohne das ist eh alles für den Arsch. Schau, ich habe es nochmal zusammengeschrieben, ja? Integration von Geflüchteten, Zusammenführung von Pferden, Führungskräften, Flüchtlingen.
Erarbeiten neuer Qualitäten im Zusammenwirken und Spüren von Spannungen, politisch, emotional, Grundsätze von Soziokratie, Gestalttherapie, Anarchismus, Bewältigung der Krise, der Repräsentation, ja, und eventuell was mit Kunst. Kannst du das irgendwie so schreiben, dass es ein zusammenhängendes Konzept ist? Es ist echt wichtig, ich muss das nachreichen da auf der Gemeinde, weil die brauchen wir als Partner, sonst fließt da keine Kohle und das ist aber dringend. Super, danke, jetzt bin ich wach. Gibt's irgendwas zum Trinken? Ein Orangensaft kann ich ja sagen, dass sie pressen soll. Maria! Ja, bitte. Ja, grüß Gott! Sie sind die Chefin da? Quasi. Ja, ich habe die Geschäftsführung vor kurzem übernommen. Also die Chefin ist auf dem Papier, die Birgit, aber praktisch bin ich. Wir kennen uns schon ewig. Wir haben früher eine Punkband miteinander gehabt. Ah. Ihren Vater werden Sie vielleicht kannt haben. Ja, ja, super. Und Sie bringen die Terroristen und die Giftler daher? Ich finde das sehr unhöflich, aber ja auch. Und Führungskräfte und Kreative, Menschen halt. Und Pferde. Es ist ein integrativer Ansatz. Ich sag prinzipiell ist Integration ja schön. Und gut. Aber? Nix aber. Schönen Tag. Ich bespreche das dann mit der Chefin. Was denn? Ja, das Konzept, was wir von Ihnen bekommen haben. Ach so, Sie sind das. Entschuldigung, Herr Bürgermeister. Ja, ja. Sie kriegen noch eine Überarbeitung. Ja, genau. Und zwar gestern, oder? Ich bin da eh dran. Ja. Aufpassen. Guten Morgen, liebe Freundin und Kollegin. Aufs Erben mit dem depressiven Touch. Du siehst so komisch aus in dieser Legging und verrenkt bist du den Schenkeln tief im Matsch. Oh, das ist guter Matsch, ehrlich. Da merkt man, dass da halt nur Pferdescheiße und Holz und Wasser und Kompost und Haushaltsabfälle drin sind. Als Kind war ich da manchmal drin schwimmen. Wir haben so spaßeshalber Loch Ness von Nassing gesagt zu dem Sumpf. Machst du ein paar Übungen mit? Na, ich bin am Sprung. Ich muss heute noch nach Wien und dann ist da noch das Konzept, aber da ist ja jeder Walter dran und ich habe da ein gutes Gefühl. Schön? Ja, nein, aber wenn der Che so tut und nichts frisst und immer nur Klavier und Gitarre spielt, dann weiß ich auch nicht. Ja, aber es ist ja jetzt eher ein... Der Tier hat gesagt, das kann eigentlich nichts sein, so vom Körper her. Der hat ja bis vor kurzem noch alles mitgemacht. Der hat ja super funktioniert, alles. Ich meine, das ist das perfekte Therapiepferd. Ohne den wären wir ja gar nicht da. Das war ja seine Entscheidung, kann man sagen. Ich habe ihn auf die Koppel geführt und wieder zurück und habe auf ihn eingeredet, voll ruhig, aber er ist einfach... Es kann nichts sein eigentlich. Ja, aber es ist ja jetzt eher ein... Und übrigens, den Arbeitsüberlassungsvertrag für die Maria musst du noch unterschreiben mit der Gemeinde. Du, ich schaue jetzt nochmal nach dem Che und wir sehen uns dann nachher, okay? Guten Morgen, Franco, Kima, Che Guevara, du schwerer, schöner, hoffnungsloser Fall. Meine Mutter, du riechst so schön nach Rosen und nach Meer und gleichzeitig nach warmem Pferdefutter. Bitte sag mir, wer ich bin, wo komm ich her? Was machen Sie da? Entschuldigung, ich hab nichts gemacht. Ein Schamane da, es ist ja jetzt ein Schamane da. Was, Schamane? Seid ihr deppert? Was soll der da? Ja, das Pferd anschauen. Sicher nicht. Wir brauchen da sicher keinen Wunderheiler. Ich sag so, es gibt um 12 Uhr einen Bus nach Wien oder 14 Uhr, müssen es googeln. Wenn Sie Spesen verrechnen wollen, scannen Sie mal die Belege ein. Ich muss jetzt auch fahren. Ich kann Sie aber nicht mitnehmen. Mein Auto ist nicht aufgeräumt. Nein, ich hab eh eine. Scheiße. Wo ist mein Auto? Wo? Ernst, Kofferraum. Was schaust denn so? Entschuldigung,
Gar nichts. Ich mache eine Lehre. Ich weiß nicht, was du gerade gesehen hast, aber was du gerade gesehen hast, hast du gerade nicht gesehen. Entschuldigung? Was ist denn nun? Da muss ich mit der Chefin drüber sprechen. Regel ist Transparenz. Ich bin gegen Regeln. Ich lehne mich auf. Ich bin ein individualistischer Rebell. Nein! Ohne Regeln gibt es keine Gruppe, keine Bande, keine Firma, keinen Staat. Das Leben eine trübe, graue Suppe. Mit Regeln wird es bunt wie Fruchtsalat. Unsere Rechte und Gesetze sind das Beste. Auf Gottes weiter schöner grüner Flur. Und hat man keine blütenweiße Weste, dann fehlen Regeln, Normen und Struktur. Ich möchte also die Gesetze preisen, ihnen folgen von der Wiege bis zur Brust. Oh, Kipfel, Jucken, Gulasch, Eier speisen. Gesetze geben diesen blutgezüßten Duft. Und du wirst im Leben niemals wirklich frei sein, bis das Gesetz zurück zur Pflicht dich ruft. Jörg, lass uns eine Polka kochen, komm! Der Ernst. Ich kenne keinen Ernst. Was machen Sie da bitte mit meinem Auto? Ah, dann habe ich dich verwechselt. Entschuldige, ich habe es mal kurz ausgeborgt. Ich habe kurz was erledigen müssen drüben. Da, dü, da, 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 dü, da, da. Aha, ja, Führerschein, Zulassung, Reservereifen, Warnweste, Pannendreieck. Was bitte, wieso denn? Ja, wissen Sie, wie schnell Sie jetzt unterwegs waren? Wo? Naja, da. Da? Da, auf dem Weg! Das ist mein Privatgrund. Tatsächlich? Keiner! Aufpassen. Gekomm ernst. Was? Hast du nicht ernst? Nein. Du erinnerst an mich selber, mich als Junger. Ich wollte so gerne Reichtum, Ruhm und Ehre. Die Sehnsucht wie ein riesengroßer Hunger. Und im Kühlschrank ist nur Senf und diese Leere. Und jetzt habe ich in meinem Hirn einen Riesenknoten. Der Kofferraum ist auf, ich check nichts mehr. Ich hab gedacht, ich finde einen Toten, aber innen drinnen ist er einfach leer. Ich wollte einfach nur weg, weil ich wollte mich ja selbstständig finden und dann wollte ich wieder heim und dann war da diese Leere im Kofferraum. Verstehst? Ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber wenn Sie so reden, dann macht das nichts. Ich habe vollstes Vertrauen. Ich kenne mich ja auch nicht aus, deswegen bin ich ja stehen geblieben und bin zurückgefahren. Und die Leere,
die hat irgendwie ganz anders gerochen. Nach Pferd. Und auch noch nach irgendwas anderem. Wann war's das jetzt, Che Guevara? Du wirst nie mehr normal. Das wird nichts mit Pferdetherapie. Du wirst Leberkäse. Vielleicht gehe ich zurück nach Thailand und mache dort eine Imbissstube auf, so mit Flair. Und vielleicht hänge ich ein Stück von deinem Fell über der Theke auf. Und wenn dann Tsunami ist und sich alle total ängstlich in meiner Stube versammeln, dann erzähle ich ihnen, wie das war mit uns zwei. Wie wir miteinander kommuniziert haben von Anfang an, wie wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Ma, wie lange ist das jetzt her? Mindestens 13 Wochen. Das war direkt an dem Tag, nachdem der Papa gestorben ist. Ich habe voll den Jetlag gehabt und wollte diesen ganzen Nazi-Krempel einfach nur noch verkaufen und dann für immer weg. Und dann war ich da und habe dich im Stall stehen sehen. Ein Sonnenstrahl dringt durch die dunklen Bretter. Wir brauchen keine Worte übers Wetter. Wir brauchen jetzt nur Wärme und Berührung. Viel Heu und feste Hand und starke Füße. Beide jetzt zusammen. Zwei Herzen stehen lichterloh in Flammen. Vier Augen sehen sich an und sind verloren. Die Ewigkeit haben wir uns zwei geschworen. Entschuldigung, ich wollte ein Pferd und eine Frau. Ich wollte mir doch noch mal das Pferd anschauen. Wirklich? Ja, weil ich sage mal so, geht nicht, gibt's nicht. Na danke. Das heißt, Sie haben noch Hoffnung? Ich muss das hier nicht aufgeben? Es geht weiter? Was heißt das doch, oder? Ein guter Mann, ein Pferd, ein Unternehmen. Das Leben zwischen links und rechts extremen. Businessplan, er hat vielleicht noch Lücken. Wir treffen sich auf einem Pferderücken. Ich bin nicht rechtsextrem, wie kommen Sie jetzt darauf? So, Entschuldigung, ich hab bald Kann ich bitte mit dem Pferd alleine sein? Sowieso. Pferdenmann mit Halluzinationen. Alle sagen nur, er soll sich schonen. Mit psychosomatischen Beschwerden. Was will ich? Ich will irgendwas mit Pferden. Entschuldigung, will wer probieren? Sabine? Birgit? Jörg? Na, danke. Oder der Herr Walter, das ist ein frittierter Darm von einem regionalen Schwein. Danke, ich hab's schon gegessen. Entschuldigung. Also Entschuldigung, ich frage mich, ob das normal ist, ja? Dass ich da die ganze Zeit allein bin beim Kochen. Ein Lehrling braucht ja einen Meister. Grüß euch, der Walter wieder mal, wieder von hier, immer noch draußen, an der Front quasi.
Liebe Freunde, es ist ja ganz faszinierend, dass es immer heißer wird. Und das ist aber ganz nüchtern betrachtet, zwischen Mann und Frau, gerade hier bei uns in den alten Kulturlandschaften, immer kälter wird. Es hat ja gerade wieder einen Phytoöstrogenskandal gegeben, wie viele vielleicht gar nicht wissen. Also kurz gesagt, Phytoöstrogene, da geht es um Hormone, die, was wir alle in uns aufnehmen. Und dann kann ja jeder an sich selber beobachten, auch gerade an so Tagen wie heute, wie die Kraft langsam immer weniger wird. Gerade auch im genitalen Bereich. Seid mal ein bisschen aufmerksam. Das sind alles nüchterne Fakten, können wir alles selber recherchieren. Es gibt ja da zum Beispiel ein hochinteressantes Video, wo ein Emmanuel Macron und eine Ursula von der Leyen gemeinsam einen Zoo besuchen. Im Hintergrund ist ganz zufällig ein Krokodil. Und am Himmel sind zwei weiße Streifen, die sich kreuzen. Wieder ganz zufällig. Und dann kommt direkt als nächstes eine Werbung für eine Sonnencreme, wo natürlich auch wieder Phytoöstrogene drinnen sind. Wieder ganz zufällig. Und dann zeigt mir das YouTube direkt als nächstes ein Video von einer Wiener Punkband an. Aber die Wiener Punkband besteht nur aus Frauen und ganz zufällig heißt die Band Pale Horses. Was macht der Schamane bitte immer noch da? Wieso fängt es jetzt schon wieder an zum Schiffen? Es ist ja total heiß, bitte. Schau, wie ich schwitze. Wieso traue ich mich nicht, meinen Job in Wien endgültig aufgeben? Schert sich eigentlich irgendwer außer mir um die Büroarbeit? Hast du jetzt den Text durchgeschaut? Wenn das Pferd nicht funktioniert, dann muss halt das Konzept wasserdicht sein. Das muss vollkommen klar sein, dass das nur jetzt eine kurze, ganz normale Krise ist und dass es genau darum geht, bei unserem therapeutischen Angebot auch, dass Krisen und Stresssituationen sein dürfen und dass wir das super gut gemeinsam auffangen können, solidarisch, ja? Dann fokussieren wir uns jetzt auf uns und beantragen eine Überbrückung und beherbergen Flüchtlinge und besorgen uns, wenn wir fertig aufgestellt sind, ein neues Pferd. Ja, irgendwo muss die Birgit ja noch Rücklagen haben. Dafür müsst ihr halt einmal übers Geld reden. Ich habe das eh reingeschrieben, aber ich bin mir nicht sicher, ob man es versteht. Vielleicht kannst du das auf den Punkt bringen. Hast du eigentlich irgendwas gearbeitet bis jetzt? Findest du das normal, dass ich dir den Rücken frei halte, damit du dein Dings machen kannst und nie wieder Geo und Englisch unterrichten musst? Bist du jetzt grantig? Nein, es ist einfach eine Frage. Das waren eigentlich 7 Fragen. Sabine, du musst einfach lernen, dass es nicht auf alles immer sofort eine Antwort gibt. Soll ich dir ein bisschen massieren? Ja, bitte. Ernst? Aber nur kurz, ich hole meine Dings und muss dann noch zum Bürgermeister sagen, dass wir Flüchtlinge brauchen und noch ein bisschen Zeit für die Endfassung vom Konzept. Und dann fahre ich kurz Wien. Ma, das ist super, wenn du so fest hingreifst. Ich bin irgendwie total Gemüse. IEA. Hörst du den Hengst, wie er rührt und denkt, was soll das bla bla? Du sagst, du schwitzt in dem Shirt und ich sag, IEA. Hörst du den Boss, wie er spielt und denkst, was ist mit uns zwar? Sagst du, du bist super müd, dann sag ich, IEA. Steht aber so in den Noten drinnen. Und fertig geschrieben. Ja, schau. Die Wolken haben einen roten Schimmer und dein Tag war so lala. Sagst du, du willst ins Schlafzimmer? Dann sagt er, IEA. Ich glaube, ich bin jetzt kurz eingeschlafen, aber es war voll schön. Darf ich noch einen ganz kurzen Powernap? Freilich. Schaust du auf die Uhr, Viertelstunde, wächst mich auf? Sicher.
Grüß euch, der Walter wieder mal, wieder von hier, immer noch draußen, an der Front quasi. Liebe Freunde, hinter mir hier eine wunderschöne alte Kulturlandschaft. Dort hinten sehen wir einen Teich und da gibt es ja diese berühmte alte Nassinger Legende von einem sumpfigen, reptilienartigen Ungeheuer, genannt das Monster von Nassingnes. Und jetzt verdunkelt sich der Himmel und das Pferd im Stall fängt zum Zucken an und... Ich mach's kurz. Die Zeichen mehren sich gerade wie die Karnickel im Frühling. Vielleicht ist das hier überhaupt mein letztes Video. Ich werde auf jeden Fall ab jetzt ein bisschen kürzer treten. Geh weiter, come on, slow geht mir eine Runde. Was ist? Ich weiß nicht. Hilfe! Hilfe! Bitte schau, tut's eh. Ganz komisch. Ich bring Mittagessen, oder? Also, es gibt bitte jetzt, also vegetarisch eine Variation aus drei Frühlingsgemüse auf Buchweizenburger. Sonst Schwein vom Spieß, das Schwein kommt vom Ausland. Für mich vegetarisch. Ich krieg nichts runter. Oder doch, ich nehm Fleisch. Er zuckt schon wieder aus. Ja, es passieren seltsame Sachen. Absolut Katastrophe. Vielleicht ist das aber auch ein Erwachen. Also, ich find's gerade ganz geil eigentlich. Und ich habe volles Vertrauen in den Schamanen da. Oder nein, ins Universum oder wer mir den halt geschickt hat. Wer ist das leicht? So eine Energie. Ich war total verzweifelt und ich war im Stall, weil der Jay nicht mehr funktioniert. Und ich habe an meinen Papa gedacht und ich habe gedacht, ich brauche jetzt ein Zeichen. Und dann ist der gekommen. Dabei habe ich den gar nicht angerufen. Vielleicht die Sabine? Na, die Sabine versteht sowas nicht. Stolzer Hengst stinkt nach Faden. Wie ein kranker, nasser Hund, ein kranker Hund, ein nasser Hund. Kranker Hengst, der kann nicht sterben, keiner hier kannte den Hund, keiner kannte den Hund. Man weiß ja nicht, was der schon alles erlebt hat, gerade mit deinem Vater. Ne? Das war ja doch ein ziemlich... Ja, der war so richtig Arschloch rechts. Vielleicht sollte man das dem Schamanen sagen. Der spürt das hundertprozentig. Sie haben eine wahnsinnige Ausstrahlung. Danke. Nein, ich meine das gar nicht positiv. Ihre ganze Energie, die passt einfach nicht hierher. Sie sind drogensüchtig, gell? Es ist lustig, weil normalerweise finde ich Drogensüchtige immer ganz angenehm. Wie ist es denn mit Nachspeise? Scheiterhaufen.
jagt mich keiner auf, wenn mich das Wetter überschwemmt? Warum holt mich keiner ab und gibt mir ein neues Hemd? Warum hört mir keiner zu, wenn ich mir von der Seele spreche, was ich alles nicht ertrage? Warum hab ich dauernd Pech? Seit wir zusammen sind, ist nur schlechtes Wetter. Du bist in der Spur, ich bin von der Rolle. Walter, warum bist du nicht mein Retter? Walter, du hast nichts unter Kontrolle. Warum hält mich keiner fest, wenn du mich niederreißt? Wo ist einer, der mich lässt und nicht auf mich scheißt? Walter, warum kannst du mich nie sehen? Mein zerrissenes Herz mir wieder nähen. Warum weckt mich keiner auf, wenn mich das Wetter überschwemmt? Warum holt mich keiner ab und gibt mir ein neues Hemd? Warum bin ich ein Bursch, wenn der Blitz mich fast erschlagt? Wenn der Hagel mich schockiert und eine Stimme leise sagt: Du bist in der Spur, ich bin von der Rolle. Seit wir zusammen sind, ist nur schlechtes Wetter. Walter, du hast nichts unter Kontrolle. Walter, warum bist du nicht mein Retter? Warum glaubst du Dinge, die ganz sicher nie passieren? Warum lebst du nur mehr in Verschwörungstheorien? Kann man mit dir überhaupt noch reden? Oder lebst du schon in Sand und Eden? Immer bin ich so allein, wie das letzte blöde Schwein. Das kann doch alles gar nicht. Beim Regen, wie der so verrückt gespielt hat, da war ich die ganze Zeit bei ihm. Und da habe ich auf einmal alles verstanden. Das Pferd hat eine wahnsinnige Angst. Das merkt nämlich, dass das Gut Mensch, was seine Welt ist, komplett unprofessionell geführt wird. Oder eigentlich überhaupt nicht. Und das zieht ihm den Boden unter den Füßen weg. Der hat eine Sehnsucht nach, wie es früher war, als es klare Führung gab. Und das macht ihn wütend. Der hätte fast den ganzen Zaun umgerissen, so wütend war der. Und Sie haben ihn beruhigen können. Ja. Oder vielleicht ist er einfach nur müde gewesen. Was machen Sie schon wieder da? Ich weiß nicht. Tun Sie einmal da das Handtuch werfen. Und dann schleichen Sie sich. Du hast gesagt, ich soll mich einfach schleichen. Und dann ist erst mal ganz viel Zeit verstrichen. Ich hab gewusst, ich kann hier nichts erreichen. Und dann hab ich mich erst mal rausgeschlichen. Der Regen war vorbei, der Himmel blass. Die Haut verschwitzt, das Gras ganz kalt und nass. Pferdestall und so ein fremder Duft. Draußen an der frischen, warmen Luft. Und hab mich dann gefühlt wie unter Drogen. Ging raus und sah den Schlamm, das Gras, den Graben. Doch dann sah ich diesen geilen Regenbogen und hörte Gefahr, la, heiße Trappen, la, heiße Trappen. Da war ich glücklich kurz vorm Überschnappen. Vielleicht ist die Erinnerung verwässert. Es hatte sich bei unserem stolzen Rappen gesundheitlich jetzt endlich was verbessert. Das gibt's ja nicht, der frisst wieder. Es geht mir so gut wie noch nie. Der Regen war vorbei, der Himmel blass. Die Haut verschwindet.
draußen an der frischen, warmen Luft. Willst du schwimmen gehen? Ich meine, es ist eigentlich mehr ein Gatsch als ein See. Voll. Ich meine, ich habe einiges zum Tun, aber irgendwie wird es gerade passen. Das ist ja ein Wahnsinn, das würde ich gern feiern. Willst du Vögeln? Ja, schon. Der Regen war vorbei, der Himmel glas. Die Haut verschwitzt, das Gras ganz kalt und nass. Der Pferdestall und so ein fremder Blut. Draußen an der frischen, warmen eigentlich, dass es oft am schönsten ist, wenn man weiß, dass man sich nie wieder sehen muss. Aber darüber wollte ich ja mit dir reden. Nein, du, echt nicht. Ich finde Reden echt nicht so prickelnd. Also schon, aber nicht jetzt hier mit dir. Sondern? Naja, ich muss heute noch nach Wien. Ich habe generell eine sehr gespaltene Haltung. Ich finde es auch politisch problematisch. Aber du, ich bin sehr dankbar und wir würden uns bei Bedarf wieder melden. Vielleicht sieht man sich ja da. Muss aber von meiner Seite jetzt nicht sein. Aber vielleicht könnten wir ihr längerfristig gegen... Birgit, schau her. Schau dir das an. Ja, das gibt's nicht. Der frisst wieder. Das wird, Birgit, das wird. Ich fahre jetzt nach Wien und kündige meinen Job und mache die Wohnung besen ran. Und morgen habe ich das Gespräch mit Bürgermeister und dann wird unterschrieben und dann legen wir los. Baba. Wiederschauen. Ah. Rechnung bitte mit laufender Nummer elektronisch, gell? Das letzte Mal war ich so glücklich, irgendwann in den frühen 90ern, wie ich zum ersten Mal von daheim ausgerissen bin und ein Punk geworden bin und die Sabine getroffen habe. Ja. Ja. Ist das alles überhaupt richtig, Che Guevara? Was meinst du? Ja, das ganze Projekt. Ich wollte ja eigentlich nie was mit der ganzen Nazi-Kohle zum tun haben. Ich wollte dagegen kämpfen! Ja gut, dann nimmst du die Nazi-Kohle und machst irgendwas Gutes draus, weil sonst kriegst du gleich die Bank. Recht hast. Wir bringen ein bisschen den Gedanken von Frieden und Anarchismus und Soziokratie in dieses Scheißdorf. Okay, was ist das jetzt? Das ist aus dem Konzept von der Sabine. Mir reicht, dass es um die Arbeit mit Pferden und Emotionen und Anarchie geht. Ja, das klingt recht komplex, aber spannend. Ja, es geht um die Gemeinschaft. Gemeinsam was reißen. Nachhaltig. Na, ist doch super. Ja, aber gleichzeitig lebe ich hier wie die Made im Speck und ich bin ein Teil des Problems. Dann mach was anderes. Kann aber nichts anderes. Ich kann eigentlich gar nichts und ich weiß auch nicht, wo ich hin sollte. Ja, dann bleib doch einfach da. Geh mal reiten. Geh mal reiten.
Verstehen Sie jetzt, ich bin gar kein Pferdeschamane. Ich weiß. Aber was wollen Sie? Was? Vegetarisch oder Schwein? Ach so, na, bitte Schwein für mich, ja. Jetzt habe ich Sie vorher falsch verstanden. Ich habe gedacht, Sie meinen, was ich so eigentlich will, so prinzipiell, auch im Leben. Nein. Also nein, um Gottes Willen. Tun Sie Pause machen? Entschuldigung? Nein, nein, ich sag ja nur. Und die Chefin? Wir haben Termin? Zwecks Konzept? Ja, nein, die ist gerade in Wien, Entschuldigung. Das heißt, es ist jetzt niemand da. Das finde ich jetzt ziemlich untertrieben. Ich hab geschafft, das Pferd zu kurieren. Ich hab begonnen, dieses Gut zu lieben und muss mich sowieso neu orientieren. Nicht alles, was ich sage, macht immer Sinn. Im Job, da hab ich's gern, wenn es kracht. Es kann schon sein, dass ich ein Niemand bin. Dann bin ich niemand, der sich wichtig macht. Das hier ist eh noch nicht so recht auf Schiene. Ich kann Konzept und Werbesprüche schreiben, natürlich in Absprache mit Sabine. Ja, vielleicht kommen Sie da einfach einmal mit in mein Büro. Das finde ich jetzt eigentlich unhaltbar, obwohl von links und rechts ich nicht viel halte. Seit ich mit dieser Linken da im Teich war, bin ich halt einfach nicht mehr ganz der Alte. Ja, niemand find ich ziemlich untertrieben. Für mich zählt Heimat, Ehre, Pferde und Treue. Auf diesem Gut hab ich gelernt zu lieben. In diesem Sinn, grüß Gott, ich bin der Neue. In diesem Sinn, grüß Gott, ich bin der Neue. In diesem Sinn, grüß Gott, ich bin der Neue. Super. Es gibt da aber schon einige, ich sag jetzt einmal, Leerstellen in dem Konzept. Stichwort Integration, Stichwort Nachhaltigkeit, Stichwort Flüchtlinge, Gemeinschaft, Partnerschaft. Ja, wobei ich das jetzt nicht hundertprozentig im Kopf habe, das Konzept. Aha. Sie wollen geflüchtete Menschen, Strich Migrantinnen, integrieren in einem therapeutischen Betrieb mit pferdegestützter Therapiearbeit für Führungskräfte. Ja. Ja, genau, weil wir wollen ja auch die Heimat bewahren, Stichwort Wurzeln, mhm. Stichwort Integration, also das Erbe. Ja, das Gut, das gehört. Tante. Die Tante. Ja, genau. Und auch das abendländische Erbe und auch der Arbeitsmarkt. Ja. Ja. Und genau da ist der Gemeinderat dagegen. Also ich. Wieso denn bitte? Naja, es gibt erstens keine Flüchtlinge in Nassing. Also ich weiß nicht, wann ich da zum letzten Mal einen Flüchtling auf der Straße gesehen habe. Und das soll. Und das wird auch so bleiben. Ja, gut so. Nein, 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 nicht gut so. Das Gut, Mensch, das steht ja dann vor dem Aus. Ja. Aber Sie haben gesagt, es gibt eine Partnerschaft. Die gibt es und da haben Sie auch durchaus ein gewisses Glück, weil da der Gemeinderat ein Konzept erarbeitet hat, das durchaus im Einklang steht mit den europäischen Leitlinien. Was denn für Leitlinien? Es geht um Kultur. Also Kunst im weitesten Sinne, aber auch Unterhaltung und Beschäftigung, gerade in schwierigen Zeiten. Das Stichwort heißt Musical. Musical? Ja, rund um das Pferd, Prinz Eugen, Strich Che Guevara, Natur, Kultur, aber auch Tourismus mit Beschäftigten aus der Region. Ich werde mich da auch selber persönlich einbringen. Ich habe da selber auch schon einiges skizziert. Ich werde auch gerne mehrere Rollen übernehmen, wenn Sie vielleicht in der Zwischenzeit in Vertretung unterschreiben könnten. In Nassing? Ein Musical? Ich denke, das könnte gut passen. Ein Musical. 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 Ein was? Ein Musical. Angelehnt an einen lokalen Bezug. Nur
nur über meine Leiche. Weiß, dass das jetzt eine Änderung ist, aber du warst nicht da und der Bürgermeister und ich sind einfach draufgekommen, dass es erst einmal um eine Belebung von dem Standort geht. Ja, und euer Konzept, das war ein bisschen, das hat einfach keinen Sinn gemacht. Da hat doch der positive Bezug zur Heimat gefehlt und eure Partnerschaft ist da echt auf der Kippe gestanden. Was Partnerschaft? Was hast du mit meiner Partnerschaft zum Tun? Ja, mit der Gemeinde, wegen der Förderung. Aber wurscht, jetzt geht es erst einmal darum, dass dieses wunderschöne Gut Mensch mit seiner Geschichte zu einem Schauplatz für eine wunderschöne Geschichte wird. Und du wolltest ja eh was mit Kunst und das Pferd soll da auch eine tragende Rolle mitspielen und die Kraft auch, die das hat und die wir ja alle hier spüren. Welche jetzt? Stichwort Liebe. Ich weiß noch immer nicht, was ich vorher war, aber seit ich da bin, spüre ich, dass ich so eine Führungskraft habe. Ja, und das hat was mit dem Pferd zu tun, glaube ich. Und mit der Liebe. Das ist das Beste, was mir passiert ist, dass wir zwei uns getroffen haben. Also getroffen und Liebe gemacht. Für mich ist Liebe kein seltsames Ding. Ich weiß nicht, ob's an meiner Kindheit liegt. Eher ein kranker, gestörter Schmetterling, der zielsicher in Richtung Scheiße fliegt. Mit dir wär's sicher. Entdecken. Mein Herz ist in Tränen.
Ich war mit dem Che draußen. Mhm. Und wir haben jetzt wieder die Verbindung, die wir immer gehabt haben. Schön. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann schreiben der Bürgermeister und der René jetzt ein Musical über Pferde und Liebe und Heimat und das findet dann auf unserem Gut Mensch statt und das mit den Führungskräften und den Flüchtlingen ist dann im nächsten Jahr vielleicht. Ja. Ja, das fühlt sich jetzt komisch an, mhm. aber wir sind da auf was draufgekommen. Man muss ehrlich sein mit dem komischen Gefühl. Aha. Man muss das einfach akzeptanzen, auch wenn es weh tut. Da geht's ja um Erhaltung. Hast recht. Ja, das stimmt. Walter, ich hätte gern eine offene Kommunikation mit dir. Ich wollte da mit dir herziehen und gemeinsam politisch und eher auch emotional was bewegen. Und ich finde, das Konzept war auch super und es tut mir voll leid, dass wir jetzt in diesem Musical gelandet sind. Aber vielleicht ist das eine Chance für eine Ehrlichkeit zwischen uns. Ja, eh. Dass wir uns einmal auf uns konzentrieren. Bist du eh bei mir? Voll. Gut. Also, wegen Ehrlichkeit. Ich habe da eine Körperlichkeit gehabt mit dem René. Mit wem? Mit dem Pferdeschamanen, der was eigentlich ein depperter Rechter ist, der mit dem Auto irgendeinen Unfall gehabt hat und zufällig hier bei uns gelandet ist, aber das ist... Du musst da ernst! Wo ist der Ernst? Die braucht das Auto. Wieso brauchst du jetzt das Auto? Weil ich einen wichtigen Weg habe, weil ich dringend wo was hinbringen muss. Wieso bist du immer so komisch? Wieso sitzt du immer nur da herum? Walter, du sollst mich nie mehr verlassen. Auch wenn du vielleicht nur mit mir spielst. Walter, bitte sag, das wird schon passen. Sag mir, dass du nicht mit Drogen dealst. Naja, das kann ich jetzt grad nicht so. Warum ist das jetzt überhaupt wichtig? Walter, halt mich fest und sag mir ehrlich, dass du mit niemand außer mir anbandelst. Dass du nichts machst, was irgendwie gefährlich ist und dass du nicht mit Drogen. Du sollst mir zärtlich in die Augen schauen. Sag, dass du nicht in deiner Midlife-Crisis begonnen hast, dein Business aufzubauen, das echt in jeder Hinsicht voll der Scheiß ist. Sag, wie würdest du meinen Job gefährden, Liebe und Familie nie riskieren und Drogen nicht im Bauch von unseren Pferden hier über die Grenze transportieren. Woher hast du das gewusst? Das stimmt also wirklich. Du hast im Bauch vom armen Che Guevara Drogen über die Grenze geschmuggelt, du Arschloch! Ja. Naja, irgendwie habe ich es mir schon lang gedacht, so wie die Maria dich anschaut. Die Maria hat damit nichts zu tun. Passt schon. Käse genießen geht.
bin in letzter Zeit viel mit dem Che draußen und ich habe sehr viel gespürt, das habe ich schon gesagt. Trotzdem, die Pferde sind da ja sehr eindeutig. Jo. Wir brauchen die Führungsqualität von dem René, auch wenn der gar kein Pferdeschamane ist, sondern irgendwas anderes. Jo. Und das ist jetzt nichts Politisches, aber das ist eine Führungskraft, die uns und das Pferd aus der Krise geholt hat. Jo. Und wir brauchen die Kreativität und das Herz von der Sabine und dem Walter, weil das meine einzigen Freunde sind, die ich schon gehabt habe, bevor ich das Ganze gut geerbt habe. Jo. Und wir brauchen die Partnerschaft mit der Gemeinde, weil wir sonst keine Genehmigung für gar nichts kriegen. Und wir brauchen deswegen das Musical. Passt das für alle? Sabine, bitte. Ich bin dafür, dass der René verschwindet und dass keine Drogen mehr von uns verkauft werden. Danke. Wir brauchen den René aber. Der muss einfach seine Führungskraft wiederfinden. Ja, der ist momentan total am Boden, weil er Kummer hat. Aber gleichzeitig spürt er, dass er sich nicht trennen kann von dir. Oh, und den Pferden. Oh, danke. Danke. Der braucht einfach eine Aufgabe. Das heißt aber nicht, dass du nicht zweite Geschäftsführerin sein kannst. Passt das für dich? Mir ist das eh wurscht. Ich habe privat gerade sehr viel um die Ohren. Der Walter und ich brauchen in Wahrheit dringend ein paar Therapie. Aber dadurch, dass der Chase als Therapiepferd ausfällt, weil er in diesem Musical da mitspielen muss, bin ich auf der Suche nach einer günstigen Alternative. Ach so, verdienst du nicht so gut? Du, ich verdiene total fair. Das passt schon. Wie viel denn? Das hast du selber unterschrieben, Birgit. 2000, aber darum geht's jetzt nicht. Ich weiß nicht, soll man lieber 4000 machen oder 6000? Ich kann das so schwer einschätzen, was du wert bist. Komisches Gespräch. Wir lassen es, wie es ist. Super. Passt das für alle? Jo. Super. Dann gehe ich jetzt reiten. Wirst du jetzt endlich parieren. Wirst du jetzt endlich markieren. Dreckige Arme, das ist neben der Spur. Das ist ziemlich makaber. Woher kenn ich das nur? Komm her und steh auf, Madel. Und du mach keine Geschichten, deine Pferde, Madel, werd ich dir viel richten. Wirst du jetzt auf Position gehen? Wirst du jetzt ganz still stehen? Das geht jetzt an alle. Konzert steht's jetzt stramm, jeder spielt eine Rolle und reißt sich jetzt am Sperma zu den Laden. Die pure Anarchie, es gibt keinen roten Faden und kein Komik. Wirklich nicht so schlecht, muss ich zugeben. Hätte ich mir nicht gedacht, dass du das hinkriegst. Es gibt noch viel mehr, was du dir nicht denkst. Dass du eigentlich rechtskonservativ bis extrem bist, das ist mir schon lang klar. So wie die Birgit dich anschaut, die ist komplett verschossen und das ist immer ein ziemlich sicheres Zeichen. Das ist auch so ein Vaterdings. Aber die weiß das gar nicht. Die denkt, ich bin Pferdeflüsterer. Aber ihr Körper ist ein bisschen schlauer als sie. Du meinst, ihr Herz. Herz ist ja auch Körper. Meinst du, der Che Guevara kann uns so lange gemeinsam tragen und dabei tanzen? Ja, sicher. Es läuft alles perfekt. Wir haben ja eigentlich verhütet vorher beim Vögeln. Aber es hat am Schluss so einen Moment gegeben, wo was passieren hätte können. Die Grenzen sind dicht, aber es gibt trotzdem Bedarf nach Waffen und kultureller Identität und Führungskräften. Und solidarischen Modellversuchen
und Pferden. Irgendwie hängt das alles zusammen. Die Kondome und die Sterne, die Gefühle und die Pferde, die Atome und die Kerne und die nasse, kühle Erde und die Wiese, die Maschine und der Stall um deine Titten und die Krise und die Bienen, der Verfall der Sinn. Haut und meine Hände, schwarze Schuten, weiße Hengste, meine Haut wird immer wärmer, ich spür deine ganzen Ängste, das Universum und das Ferner, alle Momente, die eigentlich eh so schön, dass du dir heimlich denkst, das Bild ist einfach viel zu kitschig, wir zwei und ein Wald. War, Walter. Und das bringt dir jetzt alles nichts. Ich kann mich nur in aller Form entschuldigen. Ich muss mich jetzt auch um die Birgit kümmern und um meine MitarbeiterInnen, weil für uns alle ist jetzt eine Welt zusammengebrochen. Ja, also für mich ist das jetzt auch wirklich... René, halt die Pappen. Ich würde wirklich noch gern ein Lied singen. Schleich dich, René, es ist vorbei. Moritz. Schleich dich jetzt. Bitte. Tote Pferde rennen nicht mehr weiter mit einer Pferdeherzinsuffizienz. Ich hab gedacht, ich wär ein guter Leiter mit Herz und Leidenschaft und Effizienz. Ich wollte alle Gräben überwinden. Die Welt ist grauslich, schön war nur die Ranch. Gesellschaftlich was ganz Neues erfinden. Links, nicht rechts, einfach nur gut Mensch. Ich habe es einfach viel zu lang verdrängt. Die Wahrheit ist, was keiner so gern hört. Wenn's irgendetwas gibt, wo mein Herz dran hängt, dann ist es sicherlich schon bald komplett zerstört. Totes Pferd, was hab ich nur getan?
sehen wir uns wieder. Haben Sie meinen Führerschein gesehen? Nein. Vielleicht habe ich auch gar keinen. Wurscht. Und was werden Sie jetzt machen? Du, ich werde erst einmal wahnsinnig traurig sein. Und dann werde ich mich neu orientieren. Mir was aufbauen. Vielleicht Südamerika. Erst einmal zur Kraft kommen und dann... Und dann ein echtes Musical schreiben. Aber das wird groß. Das wird richtig groß. Und die Lehre? Die ist weg. Ciao, Maria. Weil ich frag mich die ganze Zeit, ist das hier Leben oder Szene? Irgendeine Kleinigkeit, zum Beispiel eine echte Träne von dir. So war's aber mein ganzes Leben beim Ballett und beim Tai Chi. Steh ich selbst daneben und hinterfrage die Regie von dir. Vögel reisen analoger Anschluss an die Welt und alle Gastropunkgebiet und Yoga. Wir sitzen hier in einer Falle. Für mich ist jetzt ein neuer Anfang. Ich meine, wir haben noch einiges an Drogengeld und das Gut, Mensch. Ich meine, ich sag's ehrlich, ich habe von Anfang an kein gutes Gefühl gehabt mit dieser Musical-Partnerschaft. Aber wir brauchen die Gemeinde in dem Sinne eh nicht. Wir müssen uns da emanzipieren, ja? Wir können uns ja selbst versorgen, wir haben ja das Gut. Und Gut, das trägt im Moment nicht besonders, aber auf Dauer wird uns das super tragen. Und wir haben uns, ja? Was ist denn, Maria? So, jetzt muss ich Ihnen was sagen. Ja, sag mir was. Ich habe in Wirklichkeit gar keine Gastro-Erfahrung. Das war eine Lüge. Maria, das habe ich mir schon gedacht. Du bist wirklich sehr langsam. Und ich bin auch kein Flüchtling. Ja, wie gesagt, es gibt im Leben so Dinge, die man nicht planen kann oder in ein Konzept reinschreiben kann. Gell? Ich bin eigentlich Burgenländerin. Ah. Und Jörg, bitte. Ich arbeite für die Polizei. Maria! Ich hätte die Gruppe infiltrieren sollen. Was denn für eine Gruppe? Ja, dich und die Birgit und die Grünen und den Herrn Walter und die ganzen Flüchtlinge, die hätten kommen sollen. Terrorismus und verfassungsfeindliche Dings. Wir haben gedacht, ihr seid Anarchisten. Anarchistinnen, ja, sind wir auch. Ja, aber halt nicht gefährlich. Das kannst du so nicht sagen. Oh ja, Entschuldigung. Ihr seid ein Chaoshaufen, ihr habt nichts zusammengebracht, ihr habt keine Struktur, so baut man doch keine Zelle auf, bitte. Also das war die reinste Zeitverschwendung, dass ich da überhaupt da war. Ja, der Einzige, der den Takt halten kann, ist der Jörg. Ja, das macht aber das Kraut nicht fett. Moritz, was ist mit dir überhaupt? Und Rebecca, warum hast du keinen Schnauzbart? Und das der Herr Walter. Drogen mit dem Pferd über die Grenze transportiert hat. Das hat doch bitte ein jeder gesehen. Aber das interessiert unsere Abteilung überhaupt nicht. Na nix. Los, was? Maria, ich muss dir sagen, ich bin wahnsinnig enttäuscht von dir. Ich habe dir vertraut. Ja gut, dann möchte ich Ihnen jetzt noch mitteilen, dass das Gut jetzt der Gemeinde gehört. Also mir. Was?
Ja, das ist eine Haftung, die in dem Moment schlagend geworden ist, wo das Musical abgesagt worden ist. Es ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber laut Gesellschaftsvertrag sind sie mit der Heimatgemeinde eine Gütergemeinschaft eingegangen, mit der Gemeinde, wo die gemeinsamen Außenstände eingegangen sind, also Schulden. Und da ist das Gut quasi als Sicherung hinterlegt für die Investitionen ins Musical geschehen, unter anderem, es ist sehr kompliziert. Hast du das unterschrieben, Birgit? Ich weiß nicht, ich glaube schon. Oder vielleicht der... Wo ist er denn? Dann war's das jetzt. Der Hof ist weg, ich glaub's noch immer nicht. Aus meiner Krone fällt der letzte Zacken. So ein Gefühl von kalter Unterschicht. Nicht versichert, ohne Netz und Haken. Der Hof hier war mein letzter Pfeil im Köcher. Die Lebensenergien werden langsam knapp. Im Lebenslauf sind 45 Löcher, geboren in Nothing und dann ging's bergab. Es ist ja irgendwie ziemlich zum Lachen. Ich hoffe, dass ich die Stimmung nicht verderbe. Drei Ausbildungen, alle abgebrochen. Erfahrung nur im Bett und Gastgewerbe. Das Pferd zu Leberkäs, der Hof zu Asche. Und wir zum AMS in den Ruin. So fühlt sich's an, mit gar nichts in der Tasche. Jetzt hab ich wirklich nichts mehr, nur 4 Wohnungen in Wien. Was bitte? Ja, das sind so Wohnungen im 4. und 5. Bezirk, aber außer denen habe ich jetzt echt überhaupt nichts mehr. Ein Projekt lang war da so eine Nähe. Von Frau zu Frau. Wenn ich mich jetzt ein letztes Mal umdrehe, sehe ich eine dumme, reiche Sau. Alte, reiche, dumme Sau an Erde. Zum ersten Mal bin ich jetzt wirklich frei. Dann packen wir's. Sabine Pfitti, ich fahr gleich mit der Birgit mit. Ich hoffe, das passt für dich. Vielleicht sehen wir uns irgendwann einmal in Wien. Pfitti, Baba. Gut. Auf Wiederschauen. Vielleicht wollen Sie nächstes Jahr mal vorbeikommen. Wir werden da ein Musical auf die Beine stellen. Schlusslied. Nothing macht die Leute langsam stumm. Die eigentlich gar nicht aus Nothing stammen. Walter und Birgit ziehen jetzt zusammen. Und der Stall ist leer. Nur Immobilien und Leichen haben Wert. Der Walter kommt im Leben nicht mehr weiter. Es blitzt unter dem Wasser, schwimmt ein Pferd. Kalt verwirrt. Stall ist
Herr Bürgermeister. Danke, Maria. Nothing ist nicht die Welt, aber der Fall. Es gibt hier Swingerclubs und Drogenhandel, bedroht vom Austausch und vom Klimawandel. Und der Stall ist leer. In Nothing steigt das Monster aus dem Wasser. Eine Polizistin macht doch Karriere. Sie denkt verwundert zurück an ihre Lehre. Der Stall ist leer. In Nothing dauert jeder Tag ein Leben lang. Sterben in Nothing ist die wahre Kunst. Das Pferd geht auf den heißen blauen Dunst. Und der Stall ist leer. Und lieber Kies fries, stellt das Nothing-Gefühl in 80 nur ein. Und das Monster da von Nothing ist, das steigt kurz auf und dann hörst das Schreien. Nothing, irgendwann gehen alle weg von dir. Nothing, du bist eigentlich nur schier. Nothing, hinterm Wald gibt's einen Swingerclub. Nothing, schau, dort brennt doch noch ein Licht. Nothing, hinter dir fängt schon das Ausland an. Und dein Arsch, das ist der Arsch der Welt. Nothing, wenn die Uhr schon halber zwölf zeigt, dann denk ich, Nothing, du bist doch irgendwie schön.